Es ist ein runder Geburtstag und der muss natürlich mit viel Musik gefeiert werden. Die St. Sebastianus Schützenjugend in Mönchengladbach feiert ihr 60-jähriges Bestehen. An diesem Tag treffen hier viele Generationen jetziger und ehemaliger Jungschützen zusammen. 60 Jahre Verbundenheit über Generationen hinweg, denn daraus Lebbruderschaft. Dass Jung und Alt sich gut verstehen, dass sie gemeinsam feiern und gemeinsam anpacken. Und die Schützenjugend steht auch dafür, dass sich Bruderschaft weiterentwickelt, dass Tradition gelebt wird, aber auch neue Impulse kommen. Auch der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner kommt zum besonderen Geburtstag. Er selbst war schon als Schütze aktiv und freut sich, dass in Mönchengladbach das Schützenwesen so lebendig ist. Herzlichen Glückwunsch den Jungschützen hier bei uns in Mönchengladbach. 60 Jahre, aber trotzdem ganz jung geblieben. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass immer wieder junge Schützen sich begeistern, eben für eine alte Tradition, alte Werte, aber eben das Ganze auch immer wieder neu leben und dafür sorgen, dass eben die Schützen, das Schützenwesen in Mönchengladbach ganz jung und lebendig bleibt. In vielen Schützenvereinen ist der Nachwuchs ein großes Thema. Der Bezirksverband Mönchengladbach, Reit und Korschenbruch hat rund 950 aktive Jungschützen. Ja, jugendlich sind wir eigentlich bis 24. Eigentlich. Wir möchten gerne aufstocken, weil wir sehr viele ältere Prinzen haben. Aber Jugend fängt für uns mittlerweile bei null an und hört dann mit offiziell, wenn man 25 ist, auf. Auch heute muss hier der Vogel fallen. Er ist nicht aus Holz, sondern digital. Geschossen wird mit dem Lasergewehr. So sucht man den Prinz der Prinzen. Wer einmal Bezirksprinz war, darf hier zeigen, wie zielsicher er ist. Dabei kommen wieder mehrere Generationen zusammen. Schützenfeste verbindet eben auch Jung und Alt, verbindet wirklich die einzelnen Stadtteile miteinander und die Jungschützen zeigen das eigentlich, mit wie viel Freude sie dabei sind, eben nicht nur an den paar Tagen Schützenfeste im Jahr, jeweils in den Stadtteilen, sondern eben das ganze Jahr über viel Gemeinschaft und das ist einfach schön und macht so viel aus in unserer Stadt Mönchengladbach.